Jetzt haben wir es hoffentlich langsam mal. Sehr ugly heute irgendwelche Tische zu finden, die spielen. Das ist in Tournaments definitiv besser. Aber wir versuchen einfach mal ein bisschen Cash Game zu spielen. Und zum Glück kommen jetzt langsam auch mal wieder welche her, die Cash Game spielen wollen. Hab schon das Gefühl, kaum habe ich Tische gefunden, bricht der Tisch wieder auseinander. Ja, und dann gucken wir mal, ob es heute vielleicht klappt. Mit irgendwas Interessantes zeigen. Und nicht nur jeden Traum verfehlen. Wäre schon möglich ist. Ja, und allgemein mal etwas solider spielen. Und nicht immer nur doof zeigen, wie man schlecht rennt. Minraise, aber es vom Idioten zu erwarten. Könnte ein King haben. Könnte Case, könnte gar nicht haben. Na, wobei, nee, eigentlich irgendwas hat er schon. Die Frage ist jetzt bloß, sind meine neuen gut oder? Ja, das ist genau so ein Quatsch. Das sind die Vollidioten, aber. Das ist definitiv zumindest gut, wenn er keins hat. Ich denke, es ist kein der Obvious. Das sollte jetzt definitiv gut sein und hier wäre schon wahrscheinlich dann auch Korn, ich meine. Das ist zwar mehr so. Also wenn man hier bettet, ist halt die Frage. Ich meine, hat er jetzt echt die ganze Zeit mit dem Draw gebettet, das traue ich dem fast gar nicht zu. Was hat er? Er hat ein Full House Behind gecheckt, das ist ja fett. Gottes Willen. Das ist noch schlechter. Also ich hätte ihn ja auf jeden Fall gecallt, hätte er jetzt hier irgendwas gemacht und Full House habe ich obvious nie. Aber es gibt halt Leute, die checken echt überhaupt nicht, was sie da tun. Kriegt quasi die Nuts, die Gefühlten auf dem River und waren es sogar die Nuts eigentlich. Muss man überlegen, gab es da noch irgendwas? Ja, 10-9 in Herz schlägt natürlich, das ist wahr. Und das 10 in Herz schlägt noch. Ansonsten hat er eigentlich quasi die Nuts. Naja, das kann man schon mal behind checken, das sehe ich ein, nachdem man es zweimal gebettet hat. Macht Sinn. Aber daran muss man es gewöhnen. Ist auch ganz gut, ich meine, wie gesagt, ich hätte dort Geld verloren an der Stelle, definitiv, weil das Hedgecall einfach mal so gecallt. Weil ich ihm definitiv irgendwie keinen Flush gebe an der Stelle, so wie er es gespielt hat und so schlecht wie er ist. Was er auch nie hatte. Und dann war er schlecht genug, mir Geld zu sparen. Sehr gut. Auch wenn man relativ schlecht rennt, kann man trotzdem irgendwie noch Geld machen, indem man einfach weniger verliert, als man hätte verlieren müssen. Ist irgendwie nicht wieder, aber natürlich kann ich jetzt hier Jacks nicht wegwerfen. Die Frage ist, was will ich damit tun? Irgendwie habe ich keinen Bock, das jetzt hier so reinzubringen. Ich würde es mal nur callen, einfach nur weil ich tight bin und das irgendwie noch nicht so aussieht, dass ob er das jetzt nur mit Dünches macht. Gucken wir mal, was er so versucht zu betten. Betten würde er auf jeden Fall, ich meine. Ne, er bettet nie. Dann ist es definitiv an der Zeit, dass ich bette und mal ihn frage, was so Fakt ist mit dem Flop. Halt nur. Dann muss ich nochmal betten, einfach for value. Frage ist halt nur, was passiert jetzt, wenn er jetzt hier reintrischt. Dann wäre es wahrscheinlich schuld, weil er dann wahrscheinlich doch irgendwie komisch Aces gespielt hat oder so. Aber nee, Ace King zahlt hier noch zweimal. Das ist okay, das mag ich. Jetzt. Ich liebe es, wenn Leute zahlen und eigentlich gar nicht haben. Ah, das tut uns ganz gut.
Ach, wieder Jax, das ist sehr gut. Das war der. Spätte mal nur so, weil ich nicht spätten sollte, wenn ich vorm Flop gereist habe, aber wenn hier irgendeiner callt, was wahrscheinlich passieren wird, werde ich es definitiv nicht weiter betten. Auch wenn der definitiv was anderes kann, aber ich muss jetzt sein Geld nie wieder zurückgeben, das ist das Schlechteste, was hier passieren kann. Hier kann man einfach nur gehen. So, und das weiß ich noch nie, wie ich das einordne. Dass er das runtergecallt hat. Kings sind obviously schön. Hier könnte man vielleicht splitten und. Ja, wir splitten auch, ich weiß. Hat der dort gebettet. Oh, und nochmal Kings. Ist heute ein bisschen Card Rush. Das fände ich auch mal ganz gut. Ein bisschen Karten kriegen. Hab ich dir in letzter Zeit überhaupt nie gemerkt, dass sowas geht. Wenn sie dann noch halten, wäre es natürlich noch viel besser. Ja, hier habe ich immer noch nicht das Gefühl, dass ich Speed bin. Wie sollte ich auch? Meine, nee, kann man einfach noch nicht Beat sein. Ja, und jetzt einfach mal aufhören, Tricky zu spielen. In letzter Zeit, ich erzähle es zwar immer wieder, dass man in Microstakes nicht Tricky spielen sollte, aber ich tue es dann halt doch immer wieder. Und das ist einfach mal, damit macht man sich selber tot. Weil das bringt es einfach nicht. Die Leute sehen überhaupt nie, was man spielt. Die sehen auch nie, was sie selber auf der Hand haben. Und ich meine, ich hasse es zwar passiv zu spielen, aber das ist einfach mal Check daher. Würde mit der 10 hoffentlich nicht machen. Tun wir mal 1,50 für Value ein. Eine 8 ist gut, dann machen wir natürlich nicht rein. So, und weiß ich gar nicht. Hat er wahrscheinlich nicht gehabt. Das machen wir hier natürlich. Gucken meine 10 macht nicht viel aus, aber jetzt wird trotzdem einen Turncheck reisen, auch wenn sie unendlich stark aussieht. Und wenn er nichts macht, naja, dann gibt es halt hier nochmal 1,10 for value. Mal gucken. Ass sollte auch meistens gut sein. Blind versus blind, oder? Oder wurde hier gewesen? Ich glaube, es war blind versus blind. Also, 10 ist jetzt nicht die schönste Karte, aber. Wird schon nochmal gebettet. Man sollte auch nie ganz snap betten, sonst interpretieren die Leute noch irgendwelches Zeug rein, wenn man ganz schnell bettet. Ich weiß auch nicht warum, aber machen sie halt. Und da geht er und naja. Sollte eigentlich ein ganz guter Spieler sein, so wie er aussieht. Vielleicht aber auch nie. Aber mit 622 Händen kenne ich schon ein paar Hände von ihm. Bei denen man jetzt sagen kann, okay, die sind halbwegs repräsentativ, die Statistik. Vielleicht nicht in jeder Situation. Aber macht einen ganz soliden Eindruck. 3 bittet ein bisschen wenig, habe ich das Gefühl. Oh, das scheint hier irgendwie so gut zu sein, wenig zu treiben. Ach, ich weiß nicht, ich habe hier eigentlich noch gar keine Lust wegzuwerfen, das ist so trocken aus der Flappen. Ich habe hier noch so viele Hintertüroptionen, die jetzt alle verflogen sind. Ja, habe ich eigentlich nur eine Hintertür, aber es ist billig wie Sau. Naja. Und nicht angekommen, gebe ich auf. Brauche ich mir nie antun. Oh ja, gewinnt mit König auch. Ist natürlich traurig. Aber das ist dann halt das Risiko, geht man halt ein, wenn man dann doch passiv spielt. Ich meine, klar hätte er dann weggeworfen, hätte ich gebettet, gehe ich mal von aus.
Aber dafür bette ich halt an vielen anderen Stellen, wo die Leute einfach nicht wegwerfen können. Und ja. Ich weiß natürlich. Naja, ich probiere es jetzt einfach mal mit ein bisschen passiver spielen, ich meine. Kann nicht mehr als schief gehen. Och, Alter, was hat denn der heute mit den schlechten Turns? Saumäßig wirklich, saumäßig. Da kommen aber die guten Hände ganz gut vorbei, das finde ich gut. Ne, was soll ich denn hier machen? Oh ja, hier lunchen wir mal rein. Oh, scheiß Telefon. So, Homas fängt sich gleich wieder. Wir können. Ja, geht. So, ich hab noch gecallt hier. Wir haben irgendeinen Fisch unter uns, aber wir müssen trotzdem betten. Immer betten. So, hier werden wir angedonkt. Bei 2, 4, 3. Was schräsen, ich weiß nicht. Was 5? Gebe ich einen Eher und Draht oder sowas. Das ist eigentlich nicht der Flop, der jetzt jemanden knallhart trifft. Das macht mir Angst. Oh, ein ekelhafter Turm. Das ist natürlich wieder. Das ist nämlich genau das, was die Leute hier callen. Irgendeinen bescheuerten Flush-Draw. Jetzt checkt er das noch, aber das machen sie auch, wenn es ankommt und fangen jetzt hier an, wahrscheinlich 4 Dollar zu betten. Ich versuche hier irgendwie billig durchzukommen. Ich habe natürlich keine Lust, Aces zu folgen, aber. Ich weiß nicht, was das hier soll. Hier oder 320 oder irgend sowas, weiß ich jetzt. Wir können genauso als 2 gelimmt haben oder irgendwas und callen dann ein Race im Flops. Das. Also gegen Fisch bin ich hier potenziell hinten. So doof wie es klingt, ich weiß, aber. Und ich habe auch echt keine Lust, das zu folden, aber es weist alles darauf hin, dass da wieder irgend so ein Schwachmat unbedingt callen musste, um mich dort zu überholen. Danken wollte ich jetzt nie. Naja, die Disziplin sollte man dann schon besitzen. Ja, ich kann alles betten hier. Wird doch wahrscheinlich alles betten. Einfach nur weil ich nicht bette. King ist natürlich auch wieder eine beschissene Karte. Das ist leider so. Bettet doch gleich mal einen Dollar hinterher. Was haben wir noch? Ein Gutshot haben wir noch, aber es bringt es nicht. Soll er es noch machen? Power of Position. Muss man auch mal respektieren. Wenn der King nie gekommen wäre, naja, dann gibt es noch genug Hände, die ich potenziell schlage. Aber oh, das ist natürlich fantastisch. Kann ich hier einen Check reden? Also, wobei, es haben alle bloß gelimmt. Da hoffe ich lieber, dass irgendjemand mit einem Ass reingelimmt hat. Also, so wie Ass. Irgendwas. Was denn? So, sorry, weiter geht's. Hier kann man nur einfach nur damit ordentlich rein betten kann, wenn er irgendwas hat. Kings wären halt doof, aber. Eigentlich wollen wir vor allen Dingen Value raus haben.
Und haben hier mal wirklich nie vor, die Aces zu folden. Wenn er Kings hat, hat er ja einfach Glück oder Jacks oder sowas. Da kriegt er halt mal ein Stack. So sieht's nun mal aus. Aber ansonsten ist das hier Regel immer stark. Ja, und der hat hier wieder irgendeinen Mulch. 9-7, ist klar. Ist klar. Nee, müssen die jede Hand UTG hier reinballern. Kriegen wir noch ein Flashdraht dazu? Weiß nicht, wir gucken mal, was doof ist, wenn er jetzt raced. Machen wir da. Ich glaube, schwer checken und callen, wenn er bettet. Einfach nur, weil das irgendwie sinnvoll ist, um Geld rauszurücken, was er nicht hat. Wenn ich jetzt bette, foldet er eh alles, was scheiße ist. Ich meine, hier easy call und check und gucken. Von EK wäre ich jetzt noch geschlagen. Aber dafür split ich mit ihm da schon. Aber war okay, ich meine. Gucken wir mal, wie der Flops aussieht. Nie so toll. Ja. Könnten wir sogar die beste Hand haben, so wie die hier rumchecken. Meine Zähne zu checken macht eigentlich keinen Sinn, die könnten jetzt hier höchstens irgendwas, aber. Wer ist der Geier? Nee, ich habe tatsächlich die beste Hand. Ab, wirklich. Wirklich komisch. Gerade nicht so viel zum Reden, das ist schade. Aber zumindest tilt ich gerade nicht, das ist gut fürs Cash-Game. Skype-Parmonier ist oben, ist eigentlich ein relativ solider Flop. Jeder, bei dem ich noch nie gleich holen möchte. Und da ich der Aggressor bin, kommt das auch ziemlich selten vor. Hier eine Mini-3-Bet, weiß ich nie, wäre schon tauschen, Pocket-Perlen nie holen. Queen ist ganz okay, vor allem bei jemandem, der mit dem Müll zahlt. So, und hier haben wir klein, was Größe da ist, Pang. Gut, Dame und eine 10 drin. Ja, es wird potenziell unattraktiv und vor allen Dingen wird dann auch der Pot teuer und ich weiß eh nicht, was ich suche. So, jetzt schlage ich wahrscheinlich die meisten 2-Pair hier und wenn er eine Straße hat, ist er glücklich, aber es ist halt ein Idiot, den kann ich hier nie sofort eine Straße geben, weil er ja offensichtlich mit allem callt. Haben wir ja vorhin schon mal gesehen. Ein bisschen Risiko muss auch sein. Gerade wenn man solche Leute hat. Die sind ja eigentlich das Geld am Tisch. Der Rest ist ja alles hier. Von ihm zum Beispiel wäre ich selten viel Geld machen, außer ich habe Setups oder so. Der Tisch ist eigentlich auch überhaupt nicht schön. Es wird Zeit, dass wir hier sich ein paar Leute hinsetzen. Ja, das ist natürlich super. Call ich mit Any Two, um zu gucken, ob irgendwas gezaubert wird. Das ist auch in Ordnung. Da hier ein relativer Straight Draw drin liegt, wäre ich das mal check raisen, einfach nur weil hier einiges passieren kann und das darf er dann lieber auch folden hier. Oder er calls.
Sollte immer noch relativ, also im Schnitt gesehen, sollte es immer noch vorne sein. Es ist. Kann auch füllen, das ist auch gut, weil es ist ein gefährliches Board. Aber genau aus dem Grund will ich es jetzt halt auch nie zwingend Trigi weiterspielen, weil irgendwo. Irgendwann trickse ich mich selber aus. Die Hände gehen heute relativ, muss ich sagen, also kann mich nicht beschweren. Brauche ich nicht mit ganz so viel Schrottresen. Naja, gut, da ich eine 3-Bit gemacht habe, möchte ich hier schon mal nachlegen. Und hier ist einfach nur ein Res, okay. Will ich einfach nicht holen. Das ist zumindest nicht mit der Hand. Rest gleich mal auf 3. Bei 9 für 3, ich meine, ich kann, weiß zwar nicht, was er hier getroffen haben will. Vielleicht hat er ja ein Set oder so, das kann ich mir, aber es ist. Vielleicht, kann sein. Oder hat irgendeiner dieser Draws, auf jeden Fall habe ich eigentlich nie viel Wert mehr hier in der Hand. Und deswegen kann ich das auch nie prüfen, was weißt du? Das Rest machen wir so und das Rieren erstmal, weil es einfach eine schöne Hand ist. Und das Resmo, weil es billig ist. Resmo ist auch schon das Cover, weil es billig ist. Und die 7 Cover dann natürlich nie. Das ist ein vernünftiger Flip. Dann kann man auch mal, hab ich ja gerast, hab ich ja. Ja, UTG-Leute race ich nicht so gerne. Fangen dann immer an, so oft zu rerasten. Das muss nicht sein. Und die Hand trifft eigentlich ganz gut. Ja. Nee, keine Lust. Man kann dann auch manchmal, ich meine, es ist ja floatbar. Hier ist hier drüben, ja. Ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, es ist tight, aber die 7, ja, jetzt sind sie sowieso vorne, aber. Ja, gut, der ist doof und tight. Doof und tight ist eine gute Kombination. Dann wird es Zeit, hier auch cool reinzubringen. Und hier, weiß ich nicht, hab's irgendwie verpasst, die ganze Zeit zu betten. Aber es ist auch nie so wichtig, man muss auch nie überall betten. Race mal, weil Button ist auch Race doch ganz ordentlich viel. Also könnte Ass 7 suited erstmal prinzipiell vorne sein und das prüfen wir auf jeden Fall. Dem geben wir natürlich auch die Chance, dass er, also jetzt, der kann hier auch nochmal drüber racen und trotzdem eine schlechtere Hand haben. Zumindest sieht er eigentlich so aus, als hätte er es in der Hinsicht relativ gut drauf. Sollte man also beobachten, also. Gut ist, dass wir in Position sind meistens, wenn er nicht gerade Button ist und wir small blind. der Tisch hier löst sich schon wieder auf. Überhaupt nicht gut. Wo ist auch noch ein Deutscher? Schlimm. Redet mit irgendeinem anderen Deutschen oder was? Offensichtlich denkt er ja verstanden zu werden. Naja.
Eigentlich, nee, Kleiner ist noch kollisch. Ich rese ja, das ist so kollisch, aber und Gatschatten gucken einfach mal, ob wir heute ein bisschen lucky sind. Ich weiß auch nicht, warum ich das ständig fühle, das ist eigentlich gut genug. Hier flatten wir auch mal, einfach nur damit der hier nie abgeht. Das kann man mal raisen. Das kann man mal füllen. Ich weiß selber noch nie, wie ich eigentlich. Passiv sein ist echt schwierig. Früher war das noch einfach als Fisch, da hat man einfach mal auf Karl gedrückt in Ruhe. Aber ich meine, ich will ja nicht einfach so nur passiv sein, sondern irgendwie sinnvoll passiv. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Aber wie gesagt, also ich meine, als zumindest ein bisschen mehr auch mal die Karl-Taste drücken, weil die Leute einfach. Na, hier checken wir zum Beispiel. Ja, King natürlich. Hab ich Angst, dass er noch einen King hat. Er könnte definitiv einen King haben, aber ich call 50 Cent call ich hier prinzipiell. Weil der einfach alles möglich haben kann. Zum Beispiel auch Ass 10. Das interessiert mich nie, Mensch, dass Skype immer so rumlabern muss. So, ein Jack sollte ganz ordentlich sein. Kriegen wir Minres, hat er wahrscheinlich einen Draw oder so. Eine 2 wird es eher selten geben, weil Minres ist eigentlich kein Bodenpair bedeuten sollten. Oh ja, kommt er. Niederlande. Ach gut, Minres kann alles bedeuten bei der Niederlande. Weiß nicht, wie lange er noch warten will, bis er irgendwas macht. Hat ein Set und. Ne, er hat ein Full House und bettet schon wieder nie. Ist aber. Ey, wie schlecht ist der eigentlich? Ich meine, hätte er nochmal groß gewesen, ich hätte es wahrscheinlich auch gefoldet, weil er einfach der Flasch drin war, aber ich gebe den dort im Leben kein Full House. Kann man sich gar nicht aufschreiben, so schlecht ist das eigentlich. Aber ich meine, an dem spart man pures Geld, weil ich würde den dort bei, an vielen Stellen bezahlen. Ich meine, lass mal dort eine Dame in, was könnte es sein, in Herz kommen oder sowas. Das ist easy, bezahle ich das. Weil jetzt wo gäbe ich nie und ein Set ist natürlich auch ein bisschen unsichtbar, noch zumal ja, das Mindere ist. Aber brauchen ja nicht belehren, ich weiß nicht, was hier los ist. Hier müssen jetzt wieder die Leute aussetzen oder was? Muss man wahrscheinlich einen anderen Tisch suchen. Könnte schon wieder kotzen. Offensichtlich ist aber heute ein bisschen ein kleiner Lacker, weil. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie der zu 40 Dollar kommt sonst am Tisch, außer durch Rumgelacke. Tja, 40 Cent. Bist du mir jetzt. Yes. Ach, komm. Was hast du denn? 6, 7, ja genau, ja, das hab ich nie erwartet, aber. Deswegen callt man's, weil es einfach keinen Sinn macht, der Bett. Würde dann sich hier jemand an diesen Tisch setzen? Called immer. Ist auch typischer Russe. So, ja, OTG-Leute nicht so oft reisen. C4, ja, die sind leider gut. Hättest du leider auch. Na, ich weiß nicht, wo sie das wegwirft. Pocket Pairs sind bei denen doch immer nuts. Das hätte ich wahrscheinlich auch mal callen können, weil es einfach wieder zu wenig war. So, jetzt sind wir in Position, jetzt können wir ja eher raisen. Finde es auch gut, dass er gesehen hat, dass ich Müll raise. Top Pair zu viert. Naja, spätestens mal trotzdem. Ich meine, es ist immer noch Top Pair. Jetzt gucken wir uns mal an, was er hier dankt. Minraises gucken wir uns auch immer an, also effektive Minraises.
Auch wenn wir wissen, dass er mit guten Händen minder ist. Hier kommen langsam wieder Leute, das finde ich gut. Das gucken wir uns an, weil es billig ist, verhältnismäßig. Hier wird mal checken, wo wir einen Flaschtor haben. Boah, aus der Hand komme ich gar nicht raus. Check ich gerne, weil ich hier gerne gucke, ob ein Flasch ankommt. Ja, da kommt dann, da werden wir natürlich nicht halten. Und kriegen Res und das klatsche ich halt rein, weil ich meine Open Ender Flasch drauf. Das will man mehr, vielleicht ist der Bube sogar auch noch gut. Das weiß man nicht. Auf jeden Fall so aggressiv wie möglich, weil man hat unendlich Outs, wenn er dann doch callt und wenn er nicht callt, gewinnt man auch ein Pot. Und der Junge kann wenigstens folden. Ich meine, es ist mir immer lieber, den Pot natürlich einfach so einzustecken, als jetzt zu gucken, ob PokerStars mir heute mal einen Draw ankommen lässt. Na, hier sollten wir mal langsam irgendwas reinbringen. Das ist natürlich auch eine eklige Karte, weil wir uns da ein bisschen gecountert sind, aber naja, gut. So, kriegen wir Rerays, Pockets, werden wir selten folden, wenn die gerade Rerays noch größer ist. Und ich meine, der hat doch viel Chips dahinter. Hat ja natürlich immer Jacks plus Ace King, vielleicht noch Ace Queen, weil es einfach mal was anderes passt hier gar nicht rein in die Zahl. Eigentlich sogar noch weniger, aber. Deswegen suchen wir in dem Flop auch immer nur eine 8 und folden, wenn nie, aber wir kriegen halt auch immer Chips, wenn er das nie hat. Wenn wir eine 8 treffen, meine ich, weil er wird, wenn er in dieser Hände hat, außer Ace King vielleicht, und Ace Queen, wird er eigentlich die meisten Hände immer irgendwie versuchen reinzubringen auf solchen Flops. Und wenn komische Flops kommen, können wir immer noch sehen, dass wir damit arbeiten, aber Fakt ist, dass wir da erstmal 8-3-3 würde mir leider nicht glauben. Beziehungsweise wird hier immer floaten, weil er in Position ist. 5 sieht auch nicht so aus. Das könnte ich repräsentieren. Und da geben wir dann einfach auf. Queen ist natürlich okay, aber ich hab, ja, ich muss halt leider eine Coin mitbringen, weil ich von den Leuten erwarte, dass sie es mal floaten, wenn sie irgendwas haben. Ein Race ist okay. Das überlegen wir uns, ist ja genug drin, als dass wir es nochmal raisen können, weil er wird viel folden, wenn ich es raise. Aber ich will auch nie zwingend ein grünes sehen. Aber ja, da er nicht nur mit Flush-Draws raised, sondern vielleicht auch mit anderen Dingen, wäre es mal Korn, aber ich hätte es lieber, wenn auf dem Turn jetzt natürlich kein Grün kommt. So, die 6 ist very secure. Gucken wir mal, was er so mit seinem Raise gemeint hat. Und hoffen jetzt natürlich, dass er hier doch nochmal bettet. 10 Cent gucken wir uns auch mit Ass hoch an oder so. So, 4 ist sehr gut, weil dann wird das andere wahrscheinlich nie folden. Dann sollten wir hier, wenn er nicht gerade Kings hat oder so, was ich sehr traurig finde, immer die Nuts haben. Naja, King Queen ist natürlich sick für ihn, weil da kommt er nie raus. 10 Cent, auch wenn wir es immer verlieren werden, den Pot wahrscheinlich, werden wir uns hier trotzdem angucken. Er hat den 10 auf den River getroffen, wie gemein. Aber für 10 Cent ist es okay. Haben wir uns mal weglacken lassen. Ja, wie gesagt, hier ist sogar schön, dass noch jemand callt. Ja, gegen ihn brauchst du ja nicht sowas anfangen. Gegen ihn hab ich einfach lieber eine bessere Hand. Weil Fulden kennt er wahrscheinlich gar nicht. Kommt bei ihm leider nicht vor. Hm.
Das ist ein Vollidiot. Den räsen wir gerne und räsen wir auch zur Not groß. Einfach weil Vollidioten selten folden können. Hm, oder sie folden dann halt doch mal. Aber immer solche Leute ruhig gerne mal größer. Was ist denn das? Warum denn Dunk? Ich hätte sogar nie gebettet, aber nach einem Dunk muss ich mal gucken, was das bedeutet. Ich meine, es ist... Check, Snapcheck ist gut. Können wir uns noch eine Karte angucken? Und hier werden wir dann folden, weil ich meine, wir sind halt auch nie vorne. Außer wenn er wirklich einen Tor gebettet hat, gedankt, aber... Das kann sein, aber es ist für mich jetzt uninteressant an der Stelle. Ich wollte bloß mal sehen, wie sich so ein Dunk im Flop fortsetzt. Schien auf jeden Fall keine sehr starke Hand zu sein, außer er hat auf den Türen dann plötzlich Nuts gekriegt oder so. Weil der Check irgendwie sonst nie viel Sinn macht. Ja, ja, es scheint auf jeden Fall ein Riesenspieler zu sein. Ich weiß gar nicht, wie man mit König und Offsuit da so komisch reinkommen kann. Ich meine, man zu viert kann man natürlich ein bisschen resen und sonst was machen, aber es sah mir nicht so aus, als ob da jetzt viel Action entstanden wäre. So, jemanden re-reisen wir natürlich easy. Und glauben ihm hier erstmal spontan noch kein Ass. Einfach nur, weil wir es uns leisten können. Ihm nichts zu glauben, das sieht man komisch aus, das check ich jetzt, wäre es aber callen, wenn er jetzt hier für irgendwas. Dame ist natürlich auch nicht so schön. Aber 270, das ist fies, aber schweres callen, weil es gehen noch viele Draws daneben. Ich meine, das klingt nicht sehr logisch. Könnte sein, dass er jetzt eine Dame getroffen hat. Aber ein Set oder wahrscheinlich ein schönes Spiel, ja. Gucken wir es uns einfach mal an. Ja, es ist nuts so gesehen. Okay, ist auch okay. Das war die nächste Möglichkeit. Aber gut. Das ist auch immer wichtig zu wissen, was die Leute auf dem River mit Overpot meinen. Das heißt nicht, dass er nur das nur mit Nuts macht, aber das muss man halt mit der Zeit auch mal kennenlernen. Ja gut, das billig ist. Ah, checken wir's. Value, Flash gäbe schon nie, aber also einfach nur, weil ich, das wäre ein Zufallsflash. Also oben ändern sie, ist natürlich klar, dass ich das dann auch calle auf irgendeinen dummen Minraise. Hat sich nicht sehr viel verändert von meiner Situation. Und jetzt bin ich hinten. So, das geht schon, der Raiser, ich bin in Position und die Hand ist knüppelhart. Und jetzt ist sie knüppelscheiße. So, wollen wir ein bisschen Kontrolle behalten und mal. Oh, jetzt kriegst du aber ständig deine Hände. Ah, da kann man mal ein paar marginale Hände langsam mal wegwerfen, damit hier mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Ich habe das Gefühl, ich stress gerade schon wieder ein bisschen die Sache. Aber wie gesagt, man kann ja halt hier auch gerade nie folden. Mal sehen, wie sieht's denn so aus? Geht so. Gesteckt wurden wir noch nie. Ein paar Tische haben relativ Händes, halt bloß. In denen sich gerade hier nie viel entwickelt. Die machen mir ein bisschen Sorgen, die drücken wahrscheinlich ein bisschen den Gewinn. Na gut. Wie viel haben wir drin? Ein Fisch. Der hier wahrscheinlich. Ja, muss man erstmal warten, was er macht.
Also einen wahrscheinlichen Fisch, muss man dazu sagen. So, sind wir auch wieder gegen den Fisch. Muss man halt mal fragen, ob er irgendwas getroffen hat, dass wir ihn durch nie wegwerfen. Da kann der hier mit seinem 4 Dollar irgendwas machen. Flippen wir, gucken wir mal, wie wir flippen so. Nicht so gut, schade. Das nervt auch immer, aber es ist halt so, ja. Wir haben einen Gutshot und einen Backdoor, außerdem haben wir vor dem Flip geraced. Dann machen wir das natürlich auch nach dem Flip, also betten. Erwarte ich wahrscheinlich wieder einen Min-Racer oder so. Das Schöne an den Dingen ist, die kann man halt nie wegwerfen. Weil ein Min-Racer einfach mal nie zufrieden ist, wenn man nie gerade wirklich überhaupt keine Ideen mehr hat. Wow, ich habe ein tolles Full House. Und gewinnen damit 19 Cent, von denen 10 von mir sind. Also hier werde ich nie oft vorne sein, aber gucken wir mal, ob irgendwas Zauberhaftes entsteht. Irgendwie Queen, Jack, King oder irgend so ein Scheiß. Ich meine, es heißt nicht, dass ich hier zwingend hinten bin, aber es lässt sich halt auch überhaupt nicht gut spielen out of position. Dann könnte man natürlich mal klassisch 3 betten und mal gucken, wie es mit der Handstärke ist von den Leuten. Was ist denn hier los? Ach der, so. Naja, nee. So interessant ist die Hand dann auch nicht. Drei. Das ist halt auch wieder so ein effektiver Mini-Race, den man mit Jacks auf jeden Fall nicht füllen kann. Ich meine, ist die Frage, ob es reinstellen will. Aber es ist nicht so, als ob er jetzt hier besonders oft 4 bettet. Deswegen kommen wir's und gucken wir, wie es so aussieht. Das ist natürlich. Also, fantastisch ist zwar was anderes, aber ich werde es natürlich callen gegen Aces oder so, genau. Und hoffen wir einfach, dass kein King oder was kommt und haben damit gewonnen. Das ist das Schöne halt, wenn die hier irgendwelche 4% stehen haben oder so. Die haben halt immer irgend so eine Riesenhand und wenn man halt settet an der Stelle, das hat man immer den Stack von den Leuten. Weise, die immer so spielen müssen. Was auch nicht zwingend schlecht ist, ich meine, bei dem Flip würde ich auch sehen, dass ich das langsam mal reinbringe, aber der Fehler beginnt halt dort mit 4% bloß zu 4 Wetten oder so. Ich meine, ich habe hier auch bloß eine 7 Stellen gerade, aber hier oben habe ich eine 22 Stellen, das ist gut. Also einfach mal hier mehr re-raisen, sodass man auch sagen kann, Mensch. Das macht er nie nur mit Kings und Aces und dann macht es mir nämlich die Sache auch ein bisschen schwieriger. Also nicht, dass ich dann Jacks fülle, die Re-Race dann wahrscheinlich vor dem Flop her. Nochmal so ein 5-Bett auspacken oder so. Aber das sind dann halt auch Gedanken, die kann man halt auch nur mit solchen Leuten machen. Die spielen relativ klar. Ich meine, der spielt halt dann. Also Resen tut er genug, aber Re-Racen, also 3-Bets, 4-Bets, 5-Bets, macht halt so wenig. Dass es dann noch klar ist, was er hat. Sind wir vermutlich gut. So, hier gucken wir mal, was sich zaubern lässt. Suited, relativ connected ist gut und der halbe Tisch ist drin, ist auch gut. Nicht der beste Flop, aber es ist eigentlich einer der Flops, die wir suchen. Und wir hoffen jetzt, dass keiner jetzt zwingend zu groß betten muss, ich meine. Naja. Also wenn ich jetzt checke, ist das nicht, dass ich eben eine Queen sofort gebe, aber es heißt einfach nur, ich muss den Pot jetzt nicht sprengen. Ja genau, so, ich meine. Pff. Sieht halt ganz gut aus, was ich habe, aber ich weiß nie, wie viel Hände der hat, die mich dann bezahlen würden. So, also 8 Cent, Karsch und Tornisch, ich meine. Immer noch, jetzt haben wir noch ein Double,
Haben wir einen Doppelbelly dazu? Nee, doch nicht. Hab ich mich nochmal kurz getäuscht. Verzeihung, also ist immer noch ein Gadget, ein Flash Draw, aber es sollte halt immer noch genügend Outs haben. So, es muss halt nur sehen. Der King ist natürlich auch nicht besonders schön. Eins ist schwer, je kleiner er bettet, desto lieber Caller ist das natürlich. Leider kommen wir nicht an, aber deswegen halten wir es ja lieber klein. So, und das werden wir wahrscheinlich nicht holen. Ich meine, was ist, weiß ich, was der Fisch auf dem River bettet mit seinem plötzlichen. Eigentlich gefällt mir bloß der King zur Queen, nee, weil da gibt es so viele Hände, die da dort rumcallt. Dass ich einfach nicht mehr viele Hände sehe, die mit denen ich dann vorne bin. Sechsen, wie immer hier 3% drin bett, so, und jetzt können wir hier folden und. Gut, ist auch wieder 3% da oben. Das sind immer dieselben Leute. Und die spielen wir halt auch immer gleich. Wir setten nicht, schade. Und werden jetzt hier auch nicht versuchen zu bluffen oder so. Vielleicht hat er 9, zumindest spielt er es jetzt gerade so. Weil es ist, also sowas in der Art, so 8, 9, 10, weil offensichtlich hat er Angst vor aus, vielleicht auch Kings oder so. Es sieht zumindest dann noch aus, irgend so ein Blödsinn. Oder hat 8, 9, das ist ja cool. Da hätte er vielleicht mal bluffen sollen, ja. Ich hätte das Insta gefoldet, einfach nur, weil ich hier so eine kleine Zahl stehen sehe. Ich meine, ich bin positiv überrascht, dass er 8, 9 hat, ja, als 3-Bet und sowas. Aber dass er dann halt nie fortsetzt, finde ich schwach. Ich meine, wenn er schon so eine Hand hat und mit der A3-Bet, dann muss er dann auch was repräsentieren. Weil ich meine, es hätte obvious funktioniert. Also nicht, dass wir jetzt resultatorientiert und wie man so schön sagt, denken wollen. Also funktioniert ist kein Argument im Poker. Also es hätte funktioniert vor allen Dingen nicht. Aber man muss halt schon seine Geschichten zu Ende erzählen. Da gehört wenigstens eine Flop-Bet dazu. Oder eine Turn-Bet. So schenkt er mir einfach nur ein Putt. Ja. Wie gesagt, den Microstakes will ich jetzt. Ich hab's in letzter Zeit oft probiert, hier mal einfach zu betten oder so, aber die Leute fühlen halt echt einfach gar nicht. Achten hat er wahrscheinlich auch nie gefühlt, hat schon gebettet. Ist einfach. Ist nie drin. Ups. Das war ein Missklick offensichtlich. Machen wir das Beste draus. Hier reißen wir mal Bube 7 Suited. Und ich denke mal, das Beste ist einfach hier so schnell wie möglich zu folden. Klassischer Furzreis wieder von der schwulen Buchtel. Eine 7 ist nicht das, was ich so. Weil es ist ein Treffer, das macht es auch immer so schwierig. Auch 50 Cent Karma natürlich. Und King ist eine gute Karte. Diesmal 55 Cent. Wahrscheinlich hat er Jacks oder irgendeinen Quatsch. Nee, er hat. Was hat er denn da? 5? 2 klingt auch gut. Ja, warum nicht? Ich meine, das ist genau dasselbe. Größer betten. Wenn du den 1,50, 55 Cent bettest oder 50 Cent waren am Anfang, was erwartest du denn da? Was passiert? Ich meine. Wie gesagt, ich karte aus Spaß. Ich meine, es ist nicht immer die beste Idee, das aus Spaß zu karten. Offensichtlich, gerade bei Fischen, weiß man immer nicht, was das soll. Hier habe ich auch schon oft gerast, aber wobei, warum eigentlich nie? Das, was wir machen, hier ist E plus R drin, spielen wir halt um seinen Stack. Ich meine, es ist ein Ass, das ist im Schnitt vorne. Zumindest gegen seine Limping Range. Bauen wir einfach mal Druck auf. Manchmal zeigt er dann natürlich stolz Ass 10 und denkt hier, übelst gut gespielt zu haben. Aber lass man den Ruhm. Hat er halt 2 Dollar mehr.
Stört uns auch nie. Das ist natürlich ein fantastischer Flop. Denk ich und hab wieder vergessen, dass ich bei PokerStars bin. Wo solche Flops eigentlich nur bedeuten, dass man vor allen Dingen viel Geld irgendwie investiert, um dann irgendwie zu treffen oder auch nie. Wie eigentlich immer beim Poker, aber man weiß natürlich. So, ist eigentlich ist es offensichtlich, wenn ich jetzt hier bette, aber wahrscheinlich. Gut, ich meine, hat eh bloß 4 oder 13. Hoffentlich hat er kein Ass gehabt, dann bin ich jetzt. Was? Z4? Bettest du nie? Gottes Willen. Da musst du doch den Turn weiterfeuern. Wie schlecht sind die Leute? Naja, das ist natürlich scheiße. Ich meine, das hätte ich auf jeden Fall betten müssen, aber. Ne? Man kann es ja nicht riechen und. Ich denke, ich bin auch ein bisschen zu passiv jetzt hier, aber es ist. Ich muss es halt mal ausloten. Oh Gott, das ist ein Riesennit. Gott, 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 Gott. Wie die Leute hier spielen, ich meine, das ist ein vernünftig großer Rest. Und da hier eine 4 steht, werde ich das mit Ace Queen nie machen, weil das halt meistens hinten ist. Außerdem bin ich out of position und kann hier nie gut gegen den spielen. Und wie gesagt, ich meine, es hat zwar vorhin schon mal jemand mit 8-9 oder so gemacht, aber es ist, heißt jetzt nicht, dass ich das dem automatisch auch gebe. So, Aces sind obviously immer gut. Ace King soll auch jetzt nie so schlecht sein. Jetzt kommen gerade wieder Hände. Ja gut, dann checken wir da halt. Und haben die beste Hand. Queen, keine Queen. Betten mal ins 15. Nur ein Call. 5. Och Gott, ist das. Das macht so schlecht. Die haben schon wieder. Ich hab's Gefühl. Also schwer sein Bett callen, aber es ist. Ich erwarte nicht. Doch, oder? Hab ich doch ne. Na, da hat er ein Draw gehabt oder so. Hä? Draw? Nein, Draw? Nein, Draw? Nein. Gutshot. Okay, das ist auch ein Draw. Wieso nie? Kann man re-raisen? Ja, ich re-raise es auf jeden Fall, weil er halt auch so ein 3% ist. Ja. Er wird jetzt halt hier drüber dreschen oder nicht, denke ich mal. Oder er callt und ich hab Top Pair. Na gut. Mit S-King wird das schon nie bloß callen. Und wobei gibt es auch Leute, die callen das dann bloß. Das ist. Aber es wäre erst durch Rätselraten hier rausfinden und durch Checken erst recht nie. Naja, bis jetzt. Gab schon schlechtere Tage. Ach, ging niemals eine gute Karte, wenn es eine Overcard ist, aber es heißt nicht, dass ich gleich holte. Weil es ist ja nicht so, als hätte er automatisch einen King, bloß weil da ein King auf den Turm kommt. So, jetzt checken wir uns wieder und callen, wenn wir es nochmal unbedingt betten müssen, obwohl die 5 mir auch nie gefällt. Ich denke, hab ich geräst? Ne, sieht nicht so aus, das ist ein Small Blind. Jetzt noch ein Re-Race. Lohnt sich natürlich. Aber okay, soll er es haben. Hat sich verdient. So, ob wir es wäre ich Top Pair callen, das wäre ich jetzt nie wieder erfüllen. Weil es einfach mal gefühlte Nuts sind. Ich werde es wahrscheinlich sogar lesen. Weil es einfach mal gefühlte Nuts sind. Ich meine, es sind eigentlich obvious, ist das hier eine 10, wenn ich das hier lese, aber. Ich habe es aufgegeben. Versucht zu versuchen zu verstehen, wie die Leute denken. Ich meine, das ist. Ich glaube, ich könnte hier auch Trips donken und würde gecallt werden. Könnte man vielleicht mal machen. So. Schade, dass ich nicht weiß, wie er spielt, aber. Riesen erstmal so. Es hat keiner gebettet, offensichtlich. Also verlassen wir sie alle Fulden auf unserem Bett. Zwei, zwei, acht sollte
für 9 ganz okay sein, wenn er jetzt bloß gecallt hat. Ich denke mal, sowas wie 10 und auf Herz hat er wahrscheinlich auch geraced. Nochmal ein Min-Race ist immer gut, da haben wir ja schon geklärt. Ja, ich gebe auch nie automatisch Flash, bloß weil da einer liegt, klar. Also betten wir nochmal, weil ich auch, der wird mich auch mit einigen callen, was schlechter ist halt. 4-5 ist jetzt natürlich auch angekommen, wie ich gerade sehe. Ein Snap Min-Race und weiß ein Min-Race erst zahlen halt und weiß gar nicht, was das ist. Ich meine, ich werde hier nie viel schlechter rein, den Min-Race. Ich meine, der kann obviously einen Flash haben, der kann obviously eine bessere 6 haben, der kann eine Straße haben und ja, ich weiß nicht, ob er das mit der 10 macht, aber das gucken wir uns jetzt einfach an, weil es halt nur 90 Cent sind und dann soll er es halt mal zeigen, was er da so macht mit dem Flash. Also. Wie gesagt, es ist halt so, man erwartet nie vorne zu sein, aber wenn er es schon so billig macht, dann soll er es halt kriegen. Wer nie verdienen will, der hat es verdient. Oder so, auch wenn es auch sehr seltsam klingt. Aber. Ja. Er hat hier eine schöne Nullstellen aus 3-Pad. Das heißt, hat er noch nie gemacht, habe ich noch nie gesehen von ihm. Damit ist das auch ein easy fold. Ein Limp, weiß ich nicht, was das sein soll. Ja, wieder mal ein paar. Hier, ja, das ist eine ganz gute Hand, das ist schön. Ich weiß nicht, was der Müll immer soll. Ich meine, versuchen im Cashgame zu sparen, das ist so lustig. Sollen sie kein Cashgame spielen, wenn sie sich's nie leisten können. Ich meine, das ist, was ich mir hier mal leisten kann, aber. Okay, jetzt fangen wir hier an zu powerlimpen. Finde ich auch interessant. Wobei, das sieht doch schon sehr aus. Typischer Fisch. Kennt Rees nicht. Oh, also ich sehe heute nur Paare. Ich meine, es ist auch dementsprechend. Ich meine, es ist noch nie super wie eine Rakete abgegangen hier. Mal sehen, 11, naja, hält schon Grenzen, aber wie gesagt, es gibt auch Tage, da geht es nur nach unten, weil man jeden Flip verliert. Na, gucken wir mal, ob man hier reinkommt. Eine Queen, ein Dorffisch, keine Ahnung, was kann er haben. Kann ein Draw haben. Kann ein Draw haben. Hoffentlich ist es kein grüner Draw. Ansonsten kann er ein 10 haben. Auch, kann auf jeden Fall Dinge haben, die schlechter sind und die mich bezahlen. Hoffentlich macht er keinen Min-Race. Ach, macht einen großen Race. Kann Bube 9 haben, kann. Gottes Willen. River Races sind immer das Problem, die sind halt doch recht stark meistens. Weil es ein grünen Flaschdraw, ich weiß nicht, es ist unwahrscheinlich. Es ist halt wieder so, es call ich halt einfach und guck mir irgendwas wie Bube 9 an oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ne, bei uns ist es tatsächlich grün. Na gut, da hat eine 10 gehabt, deswegen. Gut, in der Kombination macht es dann irgendwann Sinn, aber es ist. Was halt, wie gesagt, also River Races sind selten wirklich schwach, also. Aber wenn man dann halt ein Set hat, ne? Dann möchte man doch nochmal gucken, so, was will er mir hier verkaufen. 446 könnte auch. Na, wir callen es einmal. Einmal callen und gucken, was er auf dem River sagt. Ja, ist immer halt nie gut. Wahrscheinlich, ja, nie, man soll die nie sagen.
mit Jungs. Strengt euch ein bisschen an. Das sind 8 Tische und Schlangenweile weg. Ist niemals gut. Und hier oben fällt schon wieder alles auseinander. Die Setten sind in letzter Zeit nicht so gut offensichtlich. Also ja, gut, ich meine, ich habe heute auch schon ein paar Mal gesettet. Aber man könnte ruhig auch öfter setten. 8 Cent muss nicht bedeuten. Noch hat er bloß geräst. Jetzt wäre es interessant, was er jetzt macht. Double Barrels habe ich schon auch noch nie machen sehen. Checkt. Okay, damit die 3 verändert jetzt eigentlich nie wesentlich viel. Außer er hat 6 oder so. Aber normal, ich sollte es normalerweise callen, wenn er jetzt irgendwas macht. Weil es einfach jetzt nie so viele Hände gibt, die er jetzt hier im Türen nochmal checkt. Und vor allem auch einen Dollar, ich meine. Ja, gucken wir es uns halt an. König 9, ja genau. Macht auch überhaupt keinen Sinn eigentlich, der Bett ist dann von ihm, aber weil ich nicht weiß, was er mir repräsentieren will, genau aus dem Ding. Ich meine, das sind die Fischbets hier noch auf dem River besser. Weil ich dann halt was hab, was ich nicht holen wäre. Zwar weiß, dass ich hin bin, aber es trotzdem zahlen muss quasi. Aber der bettet einfach nur und macht überhaupt keinen Sinn. Das, naja, gut. Das ist halt auch, ne, in Sternen und sowas. Ne, dass ich mehr hätte. Aber, ja, bald hab ich mehr. So, ah, ich hab doch gewonnen. 8 sollte gut sein. Mit dem Trauer würde ich das hier sogar mal betten. Muss Schnee. Ungern, aber muss ich auch nehmen. Und Flash sollte ein bisschen immer gut sein, wenn er nicht gerade irgendwie ein Set slow gespielt hat. Aber für ein Heads-up ist das ganz okay, denke ich mal. Ein Riesenräs. Russenfisch. Sieben sind auch meistens ganz gut. Ein Reis Karma ist eigentlich, können wir uns schon fast überlegen, noch ein Reis drüber zu hauen. Ja, weiß ich nicht. Nee. Ja, nee. Ich würde mal nicht gleich, oh, ist fantastisch, in den richtigen Stellen einfach mal ein Set. Und das Ding ist so trocken, dass ich das halt jetzt auch easy erstmal nur callen kann, weil eigentlich machen mir wenig Turns Angst. Jack macht mir noch keine Angst, also ich sollte immer noch vorne sein. Machen wir mal 2 Dollar genau. Also was, wenn ich 2 hier rein, dann sind das 7 Dollar und kann schon River immer noch gemütlich pushen, wenn er dann nochmal bettet. 6 ist natürlich nie die beste Karte, aber macht mir auch nie genug Angst. Und hoffen wir, dass er keinen hat. Kings, sehr gut. Das ist fantastisch, sowas. Catch 8. Haben wir was, ist gut. Das ist interessant, ich muss hier ein bisschen Konzentration da durch reinlegen. Ich glaube, ach, der will den Tisch verlassen, das ist sehr gut. Da verlasse ich den Tisch hier jetzt auch. Und mache dann lieber irgendeinen anderen Tisch auf. Ich meine, ich bin hier nie, um Heads-up zu zeigen und das, ach, hier könnte ich eigentlich mal checken. Man muss nie immer betten. Kriegen Minres um die Ohren. Bei der 2 in Kreuz. Vom Riesenstack. Naja, dann sollen wir uns das halt nochmal auf dem River zeigen. Wenn es noch ein Riesenbett macht, wäre es wahrscheinlich folden müssen. Einfach nur, weil ein Fisch selten 2-mal groß bett hier ist, ist obviously irgendwas Riesiges. So, ja, man darf nicht. Ja, gerne. Ja. Ein suited Ass so schön wegzuwerfen, das tut auch immer weh. Eine Queen, so jetzt hat er jetzt nicht viel gemacht, also denke ich mal, können wir nochmal 90 Cent betten.
Das hast du schon durch, nie? Wie viel? ich hab noch einen Gatschall, hab ich auch noch, ne? Naja, gucken wir uns an, es sind 3, 5, 6, scheiße, geht los. Zeigt uns wahrscheinlich eine Riesenhand. Ich hoffe, also ich meine, der war derselben Korn. Der hat sich jetzt nicht so interessiert gezeigt. Ah, schade. Ja, es ist okay. Ich meine, es ist mir Wurst, wenn ich dort einen Gatschall und einen Flaschdraw hab. Ich meine, klar wird er 3 Dollar irgendwas in den Dollarpot nie mit dem Müll reinstellen. Ich meine, machen wir selten. Manchmal ist es ein Draw, aber normalerweise hat er da irgend so ein Zeug-Set oder es ist auch okay. Aber der Holz war da. Damit ist das okay. Kann jeden Pot gewinnen. Ja, machen wir mal noch ein paar Hände. Ich denke mal so 150. Wieder in der Lage, einen Flop zu betten. Interessant. So, was haben wir hier? Einen ziemlich soliden Re-Raise. Hat trotzdem Korn, da haben wir die Chance, dass der auch callt. Und die Hand hittet eigentlich ganz gut. So, bei so einem Mini-Race werden wir es immer re-raisen, weil sonst einfach nicht genug Value reinkommt. Und das werden wir einfach so immer, was der Original-Racer checkt, das finden wir immer gut. Vor allen Dingen, wenn wir einen Backdoor-Flush-Draw haben. Ein bisschen callen, jetzt wird die Hand langsam fantastisch. Bis auf das König 10 ist natürlich vorne ist, aber naja. So ist es halt, die 6 ist völlig ungefährlich. Außer wenn er, weiß ich nicht, auf die Idee gekommen wäre, zweimal mit 6 zu barreln. Also es scheint eine gute Hand zu sein. Ob das nur, ich meine, ich wäre es trotzdem callen, aber ne, ich meine, jemand, der dreimal hier reintrischt und ich meine, das sind gute Value-Bets gewesen, wird hier eine starke Hand haben, aber ich werde es halt trotzdem callen, weil 2-Pair sind noch schwer zu schlagen. Und er hat nur Top-Pair. Das ist okay. Aber auf jeden Fall wäre ich das dort nie riesen, weil ich meine, es gibt genug Hände, die mich dort bieten und ich muss jetzt nie riesig viel investieren, um dann zu sehen, dass halt dann doch König 10 hatte oder so. Ich meine, macht das Sinn, König 10? Naja, hier ist Condi mit Gutshot angekommen, klar, macht auch Sinn, ich meine. Genauso mit 10-8 oder sowas, das passt schon. Würde ich genauso spielen. Was nicht heißt, dass es so richtig ist. Eigentlich sollte ich da eben noch einen anderen Tisch aufmachen, ne? Aber oh, vielleicht lassen wir es auch einfach sein. Ich habe keine Lust wieder auf Pokerstars zu gucken, wo endlich mal wieder ein Tisch offen ist und sowas. Es ist zu manchen Zeiten ist es echt ekelhaft, auf Pokerstars nach offenen Cash-Game-Tischen zu suchen, die so relativ zur Vorstellung passen. Ja, nee, nicht so viel. Hab ich sogar gewonnen. Was hat er denn gerast? Dame 9, na ja, ist gut. Dass die Leute das nie größte noch. Allerdings macht der deutlich öfter zumindest 3 Bits. Jetzt haben wir noch nie so oft gesehen, aber haben auch noch nie so ewig viele Hände. Gucken wir uns mal an, ob eine 10 kommt, denn dann. Also das alte Leiden halt, ich meine hier immer riesige Hand. Vor allem bei diesem Snap-Bet. Braucht man gar nicht keine Fragen stellen, dass da schon wieder Aces Kings irgendwas lagen. So, der Rest ist hier. Ich hab Overcards und Flashdraw. Nach dem All-In stelle ich das auch rein, weil dann lohnt sich so, ob der nur Card oder nicht, ist mir dann Latte.
7, 8, ne 7 plus. Bete plus 7, 8. Wow, na, da treffst du so, na, gewinnst mit dem King. Super. Alter, was die investieren mit Top-Pair und Open-Ender? Also vor allem mit so einem Top-Pair, mit einer 7 halt. Aber ist okay. Ich meine, gut, beim Short-Stack verstehe ich es relativ, aber dass er hier 10 Dollar mit einer semi-schönen Hand, man muss ich meine, die Hand war ja nicht scheiße, aber eigentlich bin ich, sollte er dann nicht interessiert sein, sein Stack sofort reinzubringen. Das sehe ich irgendwie noch nicht so. Wie gesagt, er mit seinen 3-4 Dollar oder so, ja gut, der ist dran natürlich interessiert reinzukommen. Aber läuft ganz gut heute, also erstaunlich. Ist so mein Gefühl, aber die meisten Stacks wachsen eigentlich. Es suchst nicht so einen Flaps. Brauchst nicht. Weil ob ich hier vorne bin oder nie, aber es ist mir einfach, das brauchst du jetzt hier nicht analysieren. Das werde ich auch nicht rausfinden. Top Pairs sollte schon okay sein. Ist auch unkritisch, wäre ich auch noch nicht folgen. Was, ich meine, was ist unkritisch? 9-8 kommt dann, aber das macht man nie. Auch ein Call. Ja, das sollte uns langsam Sorgen machen, aber ist okay. 5 dagegen. Naja, mir persönlich macht es jetzt nicht so sehr Angst, aber kann doch sein, dass da jetzt hier random nochmal irgendwas ankam. Das davor hab ich Respekt. Da kriegt er definitiv kein Geld von mir. Mit nur Top-Pair. Den er gleich so reinstellen muss. Ich meine, es war vorher schon verdächtig, aber dort an der Stelle hat er dann seine Karten quasi umgedreht. Um ja kein Geld mehr zu verdienen. Hat er so einen Geduldsfaden verloren. Schade für ihn eigentlich, weil ich gerade so aus solchen Leuten wie ich, die hier mit Top-Pair immer so selten füllen. Kann er dann natürlich deutlich mehr extrahieren. Soll er einfach mal nochmal, ja was war denn 7 Dollar? Ja, muss halt auch ein bisschen dran denken, was kann ich ihm eigentlich noch mit was bezahlen? Ich denke mal so 3 Dollar hätte ich auf jeden Fall noch bezahlt, dann ist die Frage, was er arbeitet. Vielleicht kann er auch mehr, weiß aber. Ja, das ist. Ich meine, es ist auch nicht super scheiße. Ich meine, es waren 7 Dollar drin. Klar kann er da 7 Dollar reinklatschen, aber es sieht halt so super stark aus, weil er halt sonst bisher noch nicht durch Aggressivität aufgefallen ist. Noch zum einen 3-Mann-Pot. Gucken wir uns mal an. Hab gerade Lust, ein bisschen mehr Karten anzugucken. Macht jetzt, es ist jetzt nicht so mega sinnvoll, aber ich habe irgendwas und naja. Irgend so ein Flipbett gebe ich jetzt auch noch nie zwingend was. Ja, Quarsch halt nochmal. Und gucken wir uns halt nochmal an. Ich weiß nie, ob er das jetzt kann halt irgendein King haben, aber es mir macht halt nicht so viel Angst an der Stelle. Je nachdem, was er gebettet hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nochmal gecallt, weil halt auch, außer wenn er einen King hat, kommt halt nicht an, was mir groß Sorgen bereitet. Ich meine, 10, 9, ja, kann sein, aber so. Es sind halt auf jeden Fall wenig Hände, die dort ankommen. Du bist mal still. Ja, komm her, wenn du kuscheln willst. Ja, na los. Weißt du, wie es hier losgeht?
Rese ich manchmal, aber jetzt muss es nicht sein. 25 Cent respektiere ich nie. Und Fische respektiere ich auch nie. King sieht hier super nattig aus bis jetzt. Alle checken. Ich krieg einen Gutshot, ist immer schlecht, aber brauche ich jetzt trotzdem nicht holen, hab ich keine Lust drauf. Ein komplizierter Open-Ender dazu wäre ich trotzdem checken. Ich muss hier in den Pot nicht investieren. Ich meine, ich habe Top-Pairs, okay, ich werde jetzt nie sofort folden, wenn jetzt jemand bettet. Aber ich muss den Pot nie künstlich in die Höhe treiben, wenn das hier so seltsam aussieht. Hier, es fängt schon immer an mit seinen 55 Cent. Ich meine, das gucke ich mir jetzt an, aber damit sehen, das ist natürlich auch super eklig. Oh, hallo Katze, geh weg. Vor allem von meinem Mikrofon. Und was hat er so gebettet? Wäre mal interessant, Jack vielleicht. Ja, Jack, Jack 10 geht. Ist okay, ist, wie gesagt, Schulden halt bloß nicht groß machen, Pott. Am Ende steht man wieder vorm Race und hat dann auch wieder 2 Pair und muss es halt auch wieder zahlen, dann zahlt sich dumm und dämlich bloß, weil man den Pott vergrößern musste. Hallo, Kleiner, wo jetzt? Du störst. Au, hallo. Vielleicht schlägst du mein Mikrofon, was ist denn mit dir los? Hä? Was denn das? Akrokatze. Ich weiß nicht, was Katzen mit Mikrofonen haben. Schlagen irgendwie immer drauf ein. Kenne ich gar nicht anders. Naja, was haben wir noch? 7 Hände haben wir noch zu spielen, so circa. Ich meine, ich werde jetzt natürlich nie Insta-Stopp machen. Hallo. Hörst du auf mein Mikrofon zu schlagen? Ich streichel dich doch schon. Was willst denn du noch? Ja, du willst das Mikrofon hauen, ich weiß. Nick, bleibst du weg? Nein? Mm-mm. So, wir haben jetzt langsam den Zeitpunkt erreicht, an dem wir Stopp machen. Und gucken uns einfach mal die Ergebnisse im Poker-Tracker an. Natürlich kann man das auch in jedem anderen Programm machen. Ich bekomme kein Geld vom Poker-Tracker. Hallo, Kleiner. Weg von meinem Mikrofon. Nein. Nein. So, natürlich gucken wir uns die Hände hier noch an, die wir zumindest spielen. Das ist okay. Ja, wir werden halt das auch in die Insta folgen, das ist auch klar. Hier können wir zumachen und nachdem er hier checkt, sollte er eigentlich keine bessere Hand haben, wenn er jetzt nie durch die 5 noch zufällig was getroffen hat. So, ist er mal weg, sehr gut. Naja, das geht doch langsam. So. Manche Leute sind meist jeden Tag her. Was setzt mir das an? Ich meine, es scheinen genug Tische zu sein, als dass man manche ständig sieht und sagen wir, ihn sehe ich auch nicht erst, wobei ihn kenne ich, ihn scheine ich auch schon zu kennen. Wahrscheinlich mal bei irgendeiner 16 Tisch-Session oder so. So, und hier sind wir auch schon raus. Super, das geht doch heute relativ fluffig. So, gehen wir schon mal, ja, Bube 10 Suited können wir schon nochmal spielen. So, schauen wir mal, was wir am heutigen Tag so erreicht haben. Das brauchen wir jetzt nicht spielen, sieht schon mal gut aus. Wow, ja, das sieht okay, das sieht wirklich gut aus. Es ist so für 5 Cent, 10 Cent. Passt das.
Aber ich warte noch, bis die Hände vorbeigehen, offensichtlich. So, der Tisch ist auch zu. Und dann schauen wir mal, ob wir. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass wir einfach nur relativ gut gerannt sind, auch insgesamt. Hatten ein paar gute Hände und ein paar kleine Setups und so. Und wurden auch eher selten gestackt. Also, ich glaube, mal Ace King gegen 8 war es, was wir geflippt haben und die getroffen haben. Was halt auch okay ist, weil, wie gesagt, solange man nie jeden Flip verliert, ein paar verliert man so oder so. Und ansonsten, naja, das Passivsein hat jetzt zwar nicht geschadet, aber man muss natürlich das auch über mehrere Sessions beobachten, ne? Plus weil es mal in einer Session gut geht. Ich weiß nicht, dass das jetzt die richtige Strategie ist. Muss das auch immer mal probieren. Ich meine, bis jetzt scheint es halt ganz okay zu sein. Definitiv sollte man aber auch ein bisschen Aggression behalten. Man darf es halt nur nicht übertreiben. Alles in allem bestehen die Microstakes halt doch aus 90% Stations, die einfach nie racen können und die gar nicht. So, wo haben wir den Träger? Machen wir nochmal einen Refresh hier. So, heute hätten wir $30 gewonnen. Was okay ist, also $30.14. Das ist für heute, was ist das? BB pro 130, das ist okay. BB pro 100 sagt man gar nicht. 989 Hände ist falsch. Eigentlich waren es ein paar mehr, aber ist okay. So, haben $10 Reg bezahlt, geht so. Aber war noch nicht so viel größere Pette, ist okay. Und haben knapp 2 Stunden gebraucht, das kommt hin. Ich glaube, ich würde nicht anderthalb. Ich weiß nicht, was 5,5 bedeutet. Ich glaube anderthalb. Ja, anderthalb passt, glaube ich, besser. Ja, also so sieht natürlich ein schöner Kauf aus, bei dem man gut rennt. Also das war definitiv nie nur Skill oder so. Also hier war ein bisschen einfach mal Luck im Spiel. So, schauen wir mal an, was wir so an großen Händen hatten. Ja, bla bla. Hab ich jetzt über heute. Die letzten 1000 Hände wären schön. So, schauen wir uns mal an. Wir sehen, dass wir einige große Pötte haben. Große Gewinner, das war ein ziemlich großer hier. King Queen gegen 7, 8. Ach, das war hier. Ja, ist klar. Also, wir raisen King Queen Suit, das ist immer eine gute Hand zum zu raisen, das ist, braucht man glaube ich nie länger zu diskutieren. Er callt und sie macht Suit, ist völlig okay. Und er ist ein Big Blind, lünscht halt auch mal rein, was auch nicht so scheiße ist. Also, da, also hier sehe ich noch kein Problem. Die beiden treffen Top Pair und Open Ender, was ich nie erwarte, was, dass sie das folden sollen, das ist auch Quatsch. Er wird hier, es ist ein Dollar drin, er hat noch $3.50, wird natürlich interessiert sein, dass er das hier groß macht, den Pot, weil er ist hier relativ short, macht keinen Sinn für ihn, Chips zu investieren und das runterzukommen oder so, also er will hier seinen Stack runterbringen, das sehe ich schon rein. Er raced hier. So, und er stellt es halt rein. So, und jetzt komme ich und sage hier, Overcards, Flashdraw. Schon relativ viel im Pot. Er könnte noch folden, wenn er hier nicht so gut ist. Stelle ich rein, sehe ich auch nie als das Problem bis jetzt. Also ich habe 51% Equity in einem 3-Mann-Pot, was okay ist. So, und er scheint sich hier zu denken, dass er das jetzt callen muss. Was ich prinzipiell, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt in seiner Situation gefoldet hätte, aber wenn ich es jetzt hier im Replay betrachte, habe ich glaube ich auch vorhin gesagt, wer hätte ich vorhin schon Fold für die beste Option gehalten. Ich meine, er muss hier, ich meine, was haben wir, 16 Dollar putzen, das ist viel.
Jetzt muss er 8 Dollar irgendwas bringen. Was? 9 Dollar sogar. 9,40 Dollar. Irgendwas. 9,45 Dollar. Ja. Was heißt 9,45 Dollar? Sind das hier die Odds 32% Braucher? Hat nur 37%. Also mathematisch, wenn das jetzt hier die Odds für ihn sind, muss er es voten. Aber das ist natürlich die Mathematik, die wir jetzt hier nie sehen. Das sind die ist die Mathematik mit den offengelegten Karten. Offensichtlich war es damit ein schlechter Call. Jetzt müsste man halt überlegen, mit was stelle ich hier rein. Ich stelle rein mit offensichtlich Sets. Ich stelle natürlich rein mit fertigen Straßen, was das Problem ist. Solche Hände stelle ich rein. Naja, vielleicht noch 2-Pair. Aber auf jeden Fall haben ihn die meisten Hände Beat. Und ich bin halt bereit, sofort mein Stack reinzuklatschen. Und das ist eigentlich was ich mit der Hand jetzt hier nie zwingend will. Weil ich halt eigentlich nur den Open Ender habe. Wenn ich hier so reinstelle, wäre ich die 7 wahrscheinlich Speed haben. Aber okay, das ist gut. Wir freuen uns, dass wir mit einem King gewinnen. Und kriegen einen massiven Pot, was eigentlich okay ist. Wollen ja auch nie alles tot analysieren. Ach, auch eine schöne Hand. Queens sind immer schön, Raise ist klar. Kriegen einen Call, kein Queen, gut, soll er machen, wird wahrscheinlich auch machen. Ist alles okay. Flop geht auf, King Queen, er trifft gefühlte Nuts, ich treffe gefühlte Nuts. Ich bette er raised, ich calls nur, er bettet nochmal riesig, ich raise es rein und ich meine, die Hand spielt sich von selbst, das ist ein Setup einfach nur. Hat er ein bisschen Pech, dass ich natürlich jetzt hier ein Riesenmonster gegen sein Monster treffen. Brauchen wir nicht groß zu erzählen. So, Jacks gegen Aces, gucken wir mal. Das war hier einer. Genau, der hat auf jeden Fall eine Mini-3-Bet-Rate von 2%. Also zwei Hände von 81 hat er bis jetzt getreibettet. Und 4-Bet ist wahrscheinlich noch geringer. Schauen wir mal. 4-Bet. Was ist denn hier? Sehe ich ja nie. Was soll die Scheiße? Vorbett auf der Racing. 12, 12, 17. Also 4-Bet auf jeden Fall sind es keine 100% oder so. okay. Also, was ist denn hier los? Er postet das, okay. Genau, er raced hier relativ groß, weil er hier Dead Money quasi reinbringt. Er foldet. Ja, ich habe Jacks und Races, weil Jacks effektiv einfach gut sind. Also, ich weiß ja nicht, dass er Aces hat bis hierher, er ist einfach bloß nachdem er in der Pose, das ist für mich, ich meine, er ist auch nie besonders tight, also denke ich einfach mal, er hat irgendeine von den besseren Händen und fertig ist. Er macht ein 3-Bet, was mir Sorgen macht, weil er natürlich nur 2% 3-Bettet und natürlich hat er auch Aces. Was aber auch relativ klar ist, weil er einfach nicht viele Hände 3-Bettet. Und da sage ich mir, ich brauche zwar einen Jack im Flop, aber wenn ich den Jack kriege, ich muss hier, was muss ich hier, 2,75 $, was, nee, nicht mal 1,75 $ plus. Ich muss ja 1,75 $ für 4,50 $ erstmal bezahlen, und wenn ich den Jack kriege und er wirklich so eine Hand hat, werde ich in den meisten Fällen die restlichen 7,50 $ hochkriegen. Also call ich. Ja, ich krieg meinen Jack. Er stellt wie erwartet rein. Ich calle. Fertig. Und ich halte natürlich, ganz wichtig. Massiver Pot. Ist jetzt nicht so, als hätte ich seine Ace jetzt groß anders gespielt. Ist auch ein bisschen Pech für ihn. Aber wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das Problem ist einfach nur, dass er so wenig Hände raised. Und dass es quasi aufleuchtet, dass er quasi Kings Aces irgend sowas in der Hand haben muss. So, hier war ich mal wieder massiv hinten. Raise, weil 7 in dem Heads-Up schön sind. Er re-raised. Ich habe überlegt, ob ich nochmal raise, habe dann aber gesagt, ich muss jetzt hier mit dem großen Stack nie gleich reinkommen. Habe also nur gecallt, krieg ein Set, ja gut. Er bettet, ich will natürlich, wenn ich in Position bin, ungern von seinen Händen vertreiben, also call ich. Außerdem macht mir bei 7 Dame 5 auch nicht viel Angst und wir sind im Heads-Up und ich habe ein Set. Ich meine, ich werde die Hand nie folden. Niemals. Jack kommt, macht mir auch noch nie viel Angst. Er bettet nochmal groß, ich calle nochmal, weil ich einfach weiß, dass jetzt hier 7,60 $ drin liegen.
Weißt du, was ich mal ausgerechnet habe? Und weiß, dass auf dem River, wenn er nicht bettet, stelle ich es rein. Und wenn er es reinstellt, call ich es halt. Er stellt es rein, ich call es halt. Fertig. Großer Pott. Verdient gelackt. Ja, und naja, gut, gucken wir uns mal nochmal so einen 5-Dollar-Pot an. Ich meine, die Kleinen werden wir uns jetzt nie weiter angucken, weil es dann auch nicht so interessant. Auch ein Heads-Up-Teil. Er ist schwul, ich hab Kings und Re-Racer. Er callt im Heads-Up mit Mass völlig okay. Pff, ob es nur raised, callt mir Wurst, habt ihr auch jetzt nicht. Macht man nicht. Späte, er callt. Jetzt hat er mich überholt. Und ich bete nochmal. Er callt nur, aha. Und ich krieg die Nuts. Und ich bete und er callt trotzdem sogar nochmal. Mensch. Naja, dann, ja gut, also ich weiß nicht, dass es nochmal callt. Was hab ich? Ich bete, naja gut, es ist knapp halb heute. Ja, es weiß nicht. Es, ob er das callen muss. Ich meine, ich kann. Was bette ich denn hier? Dreimal, was er schlägt. Bluffs offensichtlich. Ansonsten habe ich hier Straßen, was ich auch habe. Ich habe andere Straßen, ich habe 2 Pairs, ich habe, ja, vielleicht Sets, aber das würde man nicht mal sagen. Auf jeden Fall habe ich sehr wenig Hände, die er schlägt, aber er callt halt trotzdem, was mich freut. Ich kriege einen Pot, super. So, gucken wir mal auf die großen Verlierer. Noch, es gab keine wirklich riesigen Verlierer, weswegen es natürlich der Hit ist, weswegen wir auch die Session so relativ gut abgeschlossen haben, aber wir gucken mal die größten, oder sagen wir die 3, 4, oder sagen wir die 3, die 4, gucken wir uns mal noch an. So, gucken wir uns mal an. Ja, EK gegen 8, ich race, er stellt rein, EK crash easy, treffen die, schade. Gegen den Shortstack geht EK rein und dann gucken wir halt einfach mal, was der Flip so macht, und wenn er hier Aces hat, dann bin ich auch nicht traurig, das mache ich mir bei den Stack-Sizes keine Gedanken. So, was haben wir hier? War ich offensichtlich schon vorne rein, hinten. Er min-raised, ich re-raise, er called ist okay, ich hab eine 10. Bette, er called schon Gutshot und Backdoor-Flush und vielleicht ist er ja mit dem King, ist okay, ist schön. Er checkt, ich check behind, ja wahrscheinlich, weil 10 relativ noch Value hat oder so. Auf jeden Fall macht es nicht viel Sinn, hier nochmal zu betten, habe ich schon offensichtlich das Gefühl. Ja, und er trifft halt die Nuts und macht halt eine Putbet quasi. Genau, ohne Reg, ja, Reg war vorher noch raus, aber auf jeden Fall, ja, bettet er Put und naja, gut, ich meine, ich überlege mir, mit was macht er das, macht er wahrscheinlich mit irgendwelchen komischen Bastelflash Draws, offensichtlich mit Nuts, was ich mir bei ihm wahrscheinlich auch aufgeschrieben habe, wie ich in Erinnerung habe. Ja, das muss man dann an der Stelle einfach wissen, man muss den Gegner dann so mal relativ einschätzen können. Ich meine, ich sehe viele Leute, die das halt auch mit Bluffs machen, weil sie hier dann denken, sie müssen Pot betten. War bei ihm nicht so. Ich habe nochmal 2,70 dran verloren. Ist kein Riesenpot. Ich hätte es mir natürlich lieber gespart, aber ist okay. Muss auch mal Hände verlieren können. Was habe ich hier? 10-7 gegen Aces. Sieht lustig aus. Einer raised, Aces call nur, weil das klug ist im Microsticks Cash Game. Noch einer called, ich call offensichtlich. Und habe hier ein Gutshot und Flush Draw, was ich niemals holen werde, was mir auch klar ist. Er pusht rein. Und auch wenn es ein relativ großer Oberscharf ist, es ist mir völlig egal. Ich habe hier 39% offensichtlich nur, also ich meine, ich erwarte natürlich nicht, dass er Aces hat. Aber selbst wenn er Aces hat, habe ich hier offensichtlich knapp 40%. Ich bräuchte 42% nach den Nuts offensichtlich. Oh, jetzt wenn er füllt, habe ich 41%. Also ich habe in etwa die Odds, die ich brauche, um das zu callen. Und wenn man davon ausgeht, dass er nie nur Aces hat, sprich, dass er das auch mit, was könnte er noch haben? Straßen draus könnte er haben, er könnte irgendwelche random Pairs hier haben. Ich meine, er hat vorhin Flip Plus gecallt. Das heißt, im Schnitt sollte ich hier vielleicht sogar noch ein paar mehr Prozent haben. Ich meine, bei der Hand offensichtlich habe ich jetzt nur in etwa genauso viel Odds, wie ich brauche. Also ist der Call trotzdem nicht schlecht.
Naja, ich meine, muss natürlich sehen, den sollte man einrechnen, aber der wird hier nicht sehr oft korn, wenn hier einer, was ist das, zweieinhalbfach Pott schafft und einer hinterher kort, wird er das selten dann machen. Und wenn er foldet, habe ich offensichtlich 43% und dann passt das sogar von der Mathematik. Treffe aber nie, verliere trotzdem, habe mich jetzt zwar schön rausgeredet, dass ich nicht falsch gespielt habe, aber war okay. So, und hier bin ich nochmal vorne offensichtlich. Reise, Akkord, noch ein Akkord. Sieht ein bisschen wie vorhin aus. Was? Ne, das war in die Hand. Verzeihung. So. Gut, nochmal. Hier habe ich Achten. Ich reise, Akkord offensichtlich. Ist okay. Jack 10 suited ist eine Monsterhand. Kann man alles Mögliche treffen. Ist in Position. Pot bleibt klein. Spitze. Ich bette, er hat Top Pair, Card ist in Ordnung. Ich checke, er hat ein Paar und ein Flush Draw. Weiß ich nicht, warum man Pot jetzt klein halten möchte, ehrlich gesagt. Also, ich zeige relativ gut. Ich meine, es kann sein, dass er mich nochmal hier zum Korb bringt. Ist vielleicht gar nicht so doof. Ich meine, ich wäre auch relativ oft folden, aber er hat halt. Vor allem hat er einen interessanten Draw. Also, ich würde sagen, ich würde den Pot trotzdem gerne massieren mit der Hand. Einfach nur, weil ich immer noch oft genug Caller ist, dass er den Pot größer will. Ja, ne, das treffe ich hier halt dummerweise ins Set und geben jetzt nicht zwingend einen Flush, weil er sich denn hier gebastelt haben müsste, was er getan hat offensichtlich. Und ich kann mir halt auch nicht viele Hände vorstellen, mit der er sich das bastelt. Ich meine, Jack 10 passt hier offensichtlich super rein. Ja, und was ich später meine, ja gut, das ist vielleicht, ist das doof? Ja gut, ich meine, ich hab ein Set. Komm, Ja gut, das ist okay. Ich meine, jetzt kommt es interessant, er raced halt. Und ich meine, wenn jemand einen River raced, im Ernst in Microstakes, also es ist auf jeden Fall immer eine Hand und hätte ich hier kein Set, hätte ich, sagen wir mal, hier eine Queen würde ich hier folden, auf jeden Fall. Alle anderen Einzelpaare sowieso. Bei Two Pair ist es interessant, ob ich da viel folgen würde. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob ich diszipliniert genug wäre. Wahrscheinlich sollte ich Two Pair folgen. Set wäre ich hier selten folgen, weil es, wie gesagt, ich meine, ich sehe hier selten Flushes. Und Sets gebe ich offensichtlich nie. Ja, und vor dem auch den Pot, der ist halt auch nie allzu groß und damit ist okay. Ja, trotzdem ist die Session ganz gut geendet, offensichtlich. Und wir hoffen natürlich, dass das öfter so endet. Damit wäre auch das Video zu Ende. Vielleicht habt ihr was gelernt, vielleicht habt ihr drüber gelacht oder so, was ich für ein Idiot bin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Trotzdem das letzte Video gewesen sein. Tschüssi.